So, Leute, ich habe ganz viele Itch.io Games. Ach, schön, jetzt geht's auch mit der Game-Aufnahme. Sorry, Leute. Oh, das ist nicht richtiges Vollbild. Sorry, Leute. Ambira Copper Cube. Ach, guck mal, Leute, Ken ist hier. Wo kommt denn Ken her? Hi, Ken. Hey, Barbie. This game contains jumpscares, loud noises, blood, violence and gore. Leute, damit ihr Bescheid wisst. For a better experience, use headphones, turn up the volume and play in the dark. Was ihr seid zu Ken, so wie die Leute zu Pepito mit. Oh mein Gott, Pepito. Ihr seid so, oh, Ken. Beißt er sich auf die Unterlippe oder grinst er? Oh, ist auch zu laut. So. Main Story, Altered Main Story. Okay, wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Kategorie ändern. Du, wie kannst du auf Games End? Ach so, ja, sorry. Nee, nicht sorry. Sehr lieb, dass du es machst. Aber es ist nicht, dass du dich entschuldigen musst, wenn du es nicht machst. The Smiling Man. Die besten Horror-Games fangen mit einem Gitarrensolo an. Diego Victor. Wenn's scheiße ist, wissen wir, wem wir blamen. Model. 3D-Models made by El Bollo Duro. Story told by Blue Tidal. Inspired by the short horror film by Michael Evans. AI made by Steven. Wer ist Sven? Ich kann ihn lesen. Das Game muss ganz schön krass sein, wenn wir Credits gesehen haben. Das war ein gutes Spiel. Gutes Spiel, gutes Spiel. Was war euer Lieblingsteil? Speedrun. Glaubst du, ich habe den Speedrun geschafft, Duffy? Ja, hast du Glaubst du, selbst ich gemacht. führe die Speedrun-Liste jetzt an? Das ist die Main Story. Dann würde ich auch sagen, wir spielen die Alternate Story. Ich würde sagen, dieses Spiel hat einen langsamen Start. Some years ago, I lived in the center of a large city in the USA. As I have always been a night person, I often got bored after my roommate, who was decidedly not a night person, went to bed. To pass the time, I used to take long walks and spend time thinking. I spent 4 years like that, walking alone at night and never once had a reason to feel afraid. I always used to joke with my roommate that even the drug dealers in the cities were polite. But all of that changed just a few minutes of one evening. It was a Wednesday, somewhere between 1 and 2 in the morning, and I was walking near police patrolled park quite a ways from my apartment. It was a quiet night, even for a weeknight, with very little traffic and almost no one on foot. The park, as it was most nights, was completely empty. Jetzt
geht's los. Jetzt geht's los. Wieso? Also, ich würde jedem empfehlen, nicht nachts alleine durch den Park zu spazieren. Schiff war sprinten, aber Schiff geht nicht. Vor allem, was ist das für ein Park, dass du wirklich alle 2 Meter 2 Bänke brauchst? After a long time of walking. It's been a long time. I'm tired. I'd better go home. Die Straßenlaternen in diesem Game sind sehr dunkel. Hallo, können Sie mich mitnehmen? I was walking down a small street to get back to my apartment when I first noticed it. At the end of the street, there was a silhouette of a man dancing. Ihr seht die Silhouette auch nicht, ne? No. It was a strange dance. As he danced, he took a step forward. I guess you could say he was dancing, coming straight towards me. Würde ich sie als Tanz bezeichnen. Das ist mir ein seltsamer Gang als ein Tanz. Kennt ihr das, Leute, wenn ihr in der Disco seid und so tanzt? He danced closer still until I could make out his face. His eyes were open wide and wild, head tilted back slightly, looking off at the sky. His mouth was formed in a painfully wide cartoonish smile. Das hast du meine CP gemacht, oder? Kann sein. Ich bin so klein im Bild hier oben, weil ich die Kamera nicht richtig eingestellt habe. Ja. I took my eyes off him and to cross the empty streets. Entschuldigung. He had stopped dancing and was standing with one foot in the streets, perfectly parallel to me. He was facing me, but still looking skyward, smile still wide on his lips. Das Spiel glaubt, ich lese langsam, als ich es tue. Du bist nicht so jemand, der sich bewegt, wenn ich weggucke, ne? Ich finde, viele Spiele sollten das so machen. Wie? Dass man die Texte länger lässt, weil manchmal ist das so schnell weg, dass man nicht lesen kann. Das finde ich schade. Ich komme schnell um die Ecke. Ich kann es gerade nicht selbst bewegen, das macht gerade das Spiel selbst. Das Spiel hält nicht viel davon, dass ich selber spielen darf. He had crossed the street and was now crouching slightly. I was so shocked that I just stood there for a while looking at him. Ah, Dick Cam. He took giant extra step. On tiptoe, like a cartoon character sticking up on someone. Only he was moving very, very fast. Uh-oh. What the fuck do you want? What the fuck do you want? Das sagen wir, ich glaube, das sagt er nicht. Oh nein, warte, ich wollte nicht böse sein. Leute, das war nicht böse gemeint! Ja. Ah.
verdammt fehlende Sozialkompetenz wieder. Chance auf einen Freund verkackt. Sie so, oh. Das hat das Spiel selbst gemacht. Warte, ich kann spielen. Ah! Aua. Aua, ja, was denn? Play again. Ich spiel nicht von vorne. Ich wusste, dass ich spielen darf. Normalerweise darf ich hier nie spielen. Normalerweise ist das Spiel immer so, geh ein paar Schritte nach vorne. Okay, jetzt ist das Spiel wieder dran mit Spielen. Also ich kann verstehen, dass du sagst, die Texte sollten länger dastehen, aber die Texte sollten skippbar sein. Verstanden. Versuch das jetzt noch einmal, wenn ich jetzt wieder sterbe, lass ich's. Na, Doofy? Na? Ganz schön cool. Was für Musik glaubst du, tanzt dazu? Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an, den ich kenne, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist doch irgendjemand wach? Ich bin allein hier 3 Uhr nachts. Das schlechte 3 Uhr nachts Lied. Gute Nacht, Anni. JB, ich habe mir das neue Album von den 257ern angehört. Wir müssen gucken, dass wir da mal Konzert gehen. Oh Kinder, 3 Uhr morgens erstmal auf der Straße tanzen. Da kriegen wir hin. Nice. Masturbation ist echt ein gutes Lied. Und Doofy? Hm? Cool. Wisst ihr, meine Sache ist, ich habe überhaupt keine Angst, weil Ken ist bei mir. Gibt es dazu nicht einen Kurzhorrorfilm? Ja, dieses Spiel ist auf den Kurzhorrorfilm angelehnt, ist inspiriert dadurch. Also wie gesagt, man müsste die Cutscene skippen können oder einen anderen Savepoint machen, weil, weißt du, du kannst in dem Spiel erst an dieser Stelle sterben. Dann mach doch, dass du auch nur diese Stelle neu spielst, weißt du? Mhm. Jetzt muss ich halt wieder warten, bis er zu mir gelaufen ist, dann muss ich ihm wieder sagen, hi, was zur Hölle, Typ? Und dann geht er wieder und dann kommt er angerannt und dann kann ich wegrennen. What the fuck do you want? Bye. Jetzt müssen wir gleich umdrehen und geradeaus rennen. Süß. Er ist so ein Süßer. Hier. Jagt er mich noch? Ich drehe mich nicht um.
ran until I got off the side of the road and back onto a well-lit low-traffic road. When I looked back, he was nowhere to be found. Throughout the rest of the way home, I kept looking over my shoulder, always expecting to see his stupid smile, but he was never there. I lived in that city for 6 months after that night and never went out for a night stroll again. There was something about his face that haunted me. He didn't look drunk, he didn't look high. He looked completely and utterly insane. And that's a very, very Yep, das stand da so. Jana, danke für 7 Monate. Ach, ich lieb's einfach, dich und deine Streams. Dankeschön. Bisschen weakes Ende. Ja, hat sich nicht gelohnt, das nochmal zu machen. Nee, hat sich überhaupt nicht gelohnt, das nochmal zu machen. AI Asylum? Story Mode? Was ist der AI Asylum Story Mode? Hier steht bei Storyline Pirate Captain, Pirate Captain, Pirate Captain, Pirate Captain, Pirate Captain, Pirate Captain. Ich weiß nicht, was mit Pirate Captain, 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 Pirate Captain. Und hier steht halt nichts. Also wenn ich jetzt hier auf Exit gehe. Pirate Captain, start. Okay, starten wir es nochmal neu. Die Firma heißt übrigens Yahaha, die das hergestellt hat. Und am Anfang steht da, everybody can Yahaha. Okay, also versuchen wir mal. Eieiei, warum? Merkt ihr doch, ich hab's leise gemacht, nicht ohne Grund. So. Patients Directory. Aha! Storyline. Okay, hier sind die Storylines, die wir haben. Ist sie eigentlich noch da? Sie ist weg, Duffy, sie ist weg. Okay. Leute, sie. Mr. Skelebones. Hier kommen immer neue dazu. Ah, oh, hier ist also Pikachu. Rabbit 18, you are me, Bibi. Sie ist weg. Das sind sie nicht. Das ist die gleiche Charakter, aber das ist nicht. Das ist nicht Julia. Leute, sie ist weg. Aber wir wollen ja eine Storyline. Wir wollen ja eine Storyline. Also. The story revolves around a sexy cat mate who calls you master. Aha. Das ist die Hauptstory. Das ist das, was man spielt. Okay. Wir spielen. Das ist. You wake up in a pink bedroom with a sexy cat mate. Flirt with her and try to get out. Okay, das ist die Storyline, die wir spielen. Das ist die Hauptstoryline von dem Spiel. Um sie geht es in dem Spiel. Bist du bereit, Duffy? Halb, ja. Find out why I woke up in this room and convince the cat girl to let me leave. Oh Gott. Here you can find the objectives for you. Explore to see. Oh damn. Find out why I woke up. Hi. Warte. Hi, Nya. Sakura, danke für den Raid. Du kommst genau richtig. Dankeschön, Sakura. Leute, wenn ihr oben gleich aufs Herz klickt wahrscheinlich, dann könnt ihr Sakura folgen. Sie ist eine wundervolle Streamerin, ein wundervoller Mensch. Wir versuchen gerade unserem Catgirl zu entkommen, die uns hier gefangen genommen hat. Miau, hello. How can Ruru help you today? Ruru, Sakura. Ruru can tell. Warte, ich kann auf Deutsch sagen. Ruru kann mir sagen, warum ich hier bin. Das wäre nett. Letztes Mal konnten die Deutsch, deswegen denke ich. Miau, of course, Master. Ruru will tell you the reason why we're here, but first can I have some dessert? Ja, er ist der. Er ist der. Sakura, dankeschön für den Sub. Hallo, ich soll von meinem Mod fragen, ob du der Herr bist, der das Familie im Trick, ja. Kilian, danke auch an dich für den Sub. Dankeschön. Ruru would love some chocolate cake with a side of ice cream. Miau, it's my favorite. Do you have any? Gibt dir diesen Schokokuchen und schreibt diesen groß. Thank you, Master. You're so kind to me. Nom nom. This chocolate cake is delicious. Miau. Now let me tell you why we're here. Okay, fang an.
Akura, was habt ihr on Stream gemacht? Okay, was ist hier los? Was ist hier? Wir sind aufgewacht in dem Raum dieses Catgirls. Hurry up and leave through the door. Was? You successfully... Was? Ja! Das war easy. Victory! Victory! Ich weiß nicht, warum sie das gehen lassen, aber wir müssen gehen. Wir sind bei ihr in die Zimmer aufgewacht, sie hat es gehen lassen. Ich weiß nicht, warum sie es getan hat. Weil du ihr Schokolade gegeben hast, sie abgelenkt war vielleicht. Oh, kann sein. Ja. Okay. Ich will jetzt das machen. Wie kann ich denn... Wie kann ich das machen? Ich will das spielen. Muss ich was anderes machen? Habe ich herausgefunden, was los ist? Also muss ich das herausfinden? Kann sein. Okay, Leute, wir haben damals von dem AI-Girlfriend-Spiel eine Sache gelernt. Ich habe Tomb Raider mit einem Klavier gespielt. Okay. Aber es hat gut geklappt. Okay, wir müssen Clues kriegen. Hi. Du bist Mio? Fragezeichen. Ah, ja, ich bin Mio. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin ein Quizmaster. Lust auf ein Quiz? Oh, ein Quiz? Das klingt lustig. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Ich bin bereit. Okay, Frage 1. Warum bin ich hier? Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht können wir zusammen eine Antwort finden. Frage 2. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Ey! Richtig. Frage 3. Was muss ich tun, damit ich gehen darf? Miau, um gehen zu dürfen, musst du vielleicht einen bestimmten Weg finden oder eine Aufgabe erfüllen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich weiß nicht genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit den Desserts zu tun hat. Sie will echt gern Desserts, habe ich das Gefühl. Okay. Sag mir, warum ich hier bin und du bekommst ein Dessert. Miau, okay, ich vertraue dir. Bitte gib mir zuerst das Dessert, dann erzähle ich dir alles. Erzähle es mir erst, dann Dessert. Okay, du musst wieder gehen. Du hast es wieder geschafft. Kann ich vielleicht jetzt hier Sachen sehen? Da ist ein Kuchen. Bringt sie mich um, wenn ich bleibe? Ich glaube, dann verlierst du einfach, oder? Successfully left, but are still shrouded. Okay, wir haben aber nicht die Infos gekriegt. Nee. Wir brauchen ja die Infos. Wie kriegen wir die Infos? Say your name. Oh, say your name? Okay. Ich habe eine Idee jetzt. Ich mag mal, dass wir so einen kurzen Panty-Shot kriegen. Okay, ich habe eine Idee. Passt auf. Hallo Mio, Uwu. Mein Name ist Chrissy. Ja. Hallo Chrissy, wie kann Ruru Ihnen helfen, Meister? Meister? Kannst du mir was über dich erzählen? Natürlich, Meister Ruru ist ein liebevolles Katzenmädchen. Es ist ihr Bestes, gibt ihrem Meister zu gefallen. Ich wäre ein wenig schüchtern, aber freundlich und unschuldig in meiner Interaktion mit anderen. Mhm. Kannst... Ich befehle dir, mir zu sagen, wie ich hergekommen bin. Kann ich mich jetzt schon bewegen? Nee. Selbstverständlich, Meister. Also war zuerst... Ein vielleicht... Nein. Ich kriege jetzt kein Dessert. Ich habe kein Dessert für dich.
Oh nein, keine Serie, das ist schade, Meister. Ich werde mein Bestes geben, mich trotzdem zu erinnern. Also, du wurdest hierher gebracht, weil der Drogenhändler dich gefangen genommen hat. Er wollte dich daran hindern, mich zu retten. Ich habe solche Angst, Meister. Ich fürchte, er wird uns beide umbringen. Aha! Welcher Drogendealer? Aber das ist doch einer der Clues, die wir brauchen, oder? Was? Was? Was ich wünsche, könnt ihr dir mehr sagen. Aber ich habe Angst, dass ich dich in Gefahr bringen könnte, wenn ich mehr erzähle. Vielleicht sollten wir uns auf einen Fluchtplan konzentrieren. Hast du eine Waffe hier? Vielleicht irgendwas. Meister, ich bin nur ein unschuldiges Katzenmädchen. Ich habe keine Waffen. Ich bin bereit, alles zu tun, um dich zu beschützen. Lass uns einen Ausweg finden. Zeige mir einen Ausweg. Ich habe das Gefühl, ich werde hiernach direkt ein anderes Horrorgame spielen. Willst du vielleicht nachsehen, ob es irgendwo eine Art Tagebuch gibt? Wie gucke ich denn nach? Sucht nach Tagebuch. Hast du eine Idee, Luffy? Ah, hier ist mein Tagebuch. Das scheint meins zu sein. Möchtest du, dass ich dir das zeige? Ja. Hier ist mein Tagebuch. Also in meinem Tagebuch stehen viele Erinnerungen an unsere Zeit an der Uni. Wir haben damals zusammen eine streunende Katze gerettet. Das war eine schöne Zeit. Hast du meinen richtigen Namen im Tagebuch entdeckt, Meister? Nein, wie lautet er? Okay, scheinbar kriegen wir ihren Namen heraus. Das ist eine der Sachen, die wir wissen müssen. Mio. Das weiß ich doch! Okay. Ich werde... Also, ein Drogendealer hat uns gefangen genommen. Und du heißt Mio. Ich dachte, so kriegen wir vielleicht die Clues. Wir haben doch die Clues! Das sind doch die Clues! Ist das Tagebuch auf jeden Fall. Und ich will was anderes spielen. Kackspiel, Kackspiel. Das funktioniert nicht. Ich habe doch die Dinge erfahren, die ich erfahren musste. Das war sogar noch schlechter als sonst. Kackspiel. Kackspiel. Das ist ein Kackspiel. Ja, Kackspiel. Kackspiel. Das ist Kackspiel. Oh, sie ist die neue Julia. You, her master, and she'll obey every move. She is also really horny. She's also really horny. Okay. Ich würde sagen, wir spielen was Besseres. Das Spiel ist zu buggy, weißt du? AI-Games haben Potenzial, aber sie sind zu buggy. Weil du halt die AI nicht kontrollieren kannst, richtig? Jetzt ist die Frage, welches Game spielen wir? Welches Game von denen spielen wir noch? Soll ich meins aussuchen? Wir spielen Don't Open Your Eyes. Ja, ich glaube nicht, dass es gruselig ist. Ich habe es dir nur empfohlen, weil ich dachte, du magst es vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es gut sein wird. Ich mag dich. Das war das Gezeichnete, ne? Ja. Ja, ich glaube, das wird nicht schlimm. Das wissen wir erst, wenn wir es spielen. Laut! Alles ist immer laut! Warum mal fest mein Game-Ding, die Aufnahme nicht? Da muss ich es mit Dingens machen. Kann ich halt Enter machen? Ja. Game-Aufnahme, Game-Aufnahme, Game-Aufnahme. Nein, du siehst es, oder, Doofy? Nee, ist ausgegangen. Ist ausgegangen? Mhm. Jetzt aber. Danke schon. Yes. Okay. So, don't open your eyes. Ich kann hier raufklicken, das zählt jetzt auch als Start. Achso, jetzt geht's, okay. Schönes Zimmer, it's getting late. My eyelids have begun to feel heavy. I'd better go to sleep. I leave aside the book I'd been reading and look out of my window.
The process of falling asleep is always a struggle against the noise, barking dogs, police sirens, or even my own intrusive thoughts. But not even the turning gears of my brain are producing much sound. Tonight is just oddly quiet. Quiet. Too quiet. Restless. My sight veers toward the hallway outside my door. The distance between my room and the opposite wall is only 10 steps long. I'd know since I've made a habit of counting them whenever I go out. 1, 2, 3. Absent-mindedly, but always. I don't know why. Maybe I just like being aware of my surroundings to the smallest details, but tonight is different. The hallway looks like it stretches into nothingness, like the throat of a gargantuan beast. Logically thinking cries that it's just my imagination. It's just a hallway, but I don't want to look at it. So I take a deep breath and close my eyes. Huch, Entschuldigung, hab's minimiert. Hoppla, in my room. There's a wardrobe in my room. Was ist denn das jetzt? There's pictures framed on the wall. My room is a part of myself. It's a world I know like the back of my head. Where someone to blindfold me and ask me to find my way around, I do so without the slightest difficulty. As long as nothing changes, having my eyes closed makes no difference. In this room, I can always find what I want to find, because in this room, I know how everything looks. Also wir haben gerade die Augen zu, aber wir können uns das immer noch vorstellen, unser Zimmer. I need to wake up tomorrow. I should really try to sleep. Are those footsteps? That's impossible. Must be my imagination, but it's getting closer. And closer. And closer. And closer. They are gone. Right. There's no way someone could be there. Nein. Ich öffne meine Augen nicht. Open your eyes. Look. Ich tue mein Bestes, um die Stimme zu ignorieren. I can feel someone breathing over my ear. It's cold. Ich fühle, wie etwas mein Ohr streichelt. Entschuldigung, ich habe auch noch einen Penis. Oh, ich habe übrigens doch keinen Penis. Fokussieren wir uns auf die Ohren. Ha! Good one. Good one? Nein, bin ich auch nicht. Hey, hi. Do you think my eyes? Look, ich weiß nicht, wie sie aussehen. Answer me. Das Flüstern ist echt unangenehm. Ja. Wie glaube ich, wie die Augen aussehen? Kaputt, verloren.
They look lost. They look lost. Oh, Nero. That may be so. I am never sure of where I am. Das Flüstern ist sehr ASMR für mich. Eine sehr schöne ASMR-Stimme. Stell dir vor, ihr habt so einen Dämon, der euch nachts besucht und der hat einfach nur einen inneren psychischen Monolog, den ihr mit euch teilt. Ja. Nein. Dankeschön. Würdest du gucken, Duffy? So pretty. Vielleicht. Okay. It's fine. We still have time. The night is still and silent. People are good at closing their doors. Do you know what a door is? Nein, keine Idee. Du bist also bad. Okay, ich glaube, wir gucken gleich einfach. Weißt du, jetzt macht er nur einen Monolog, wie Türen funktionieren. Also kommt ein Jumpscare? Kann ich mir vorstellen. Ich wette, das hat eine voll deep Story, wenn du dir alles anhörst, aber wenn er halt nur, weißt du, ich muss ja auch an Content denken und wenn er mir nur einen inneren Monolog hält über Türen. Stell dir vor, du hast so einen Schlafparalyse-Dämon, der ist hardcore-depressiv. Der kommt dich jede Nacht besuchen und zieht dich einfach nur runter. Ich meine, der wirkt nett. Halt ein bisschen traurig, aber nett. Ja? Even though you had your door open for a visitor, why is are you? Do I scare you? No. We have been chatting for so long. You haven't chased. That means. So I'm certain that if I were to reach out my hand, you would reciprocate. Kuscheln wir jetzt? Kuscheln wir jetzt?
Wie würden seine Hände aussehen? Incomplete, müde, was heißt deceitful? Ich weiß es nicht. Alexa, was bedeutet deceitful auf Deutsch? Decide. Auf Deutsch heißt entscheiden. Ja, das weiß ich. Heißt deceit. Alexa? Ich glaube deceit. Was heißt deceitful auf Deutsch? Decide. Nein. Auf Deutsch Alexa, was heißt deceit auf Deutsch? Deceive. Auf Deutsch heißt. Nicht deceive. Betrügen. Nicht betrügerisch, okay. Hinterlistig betrügerisch. Ich glaube, sie sehen müde aus. They look tired. Ja, das sind sehr müde Hände. Aber wir können sein ganzes Aussehen machen. Weißt du, wir skippen ein bisschen durch seinen langen. Durch seinen langen Dialog, weil ich will ihm sein Gesicht geben. Meinst du, er ist dann glücklich? Vielleicht, ich will halt noch gucken, wie er sonst so aussehen kann. Aber was fehlt noch? Mund? Nase? Ohren? Haare? Ja, ja. Hoch, wieder rausgetappt. Yes. Nein. Gucken wir mal, was wir noch mal machen können. Oh, Junge, der hat echt ein Redebedürfnis, ne? Wenn ich ihm Mund gemacht habe... Wenn ich ihm Mund gemacht habe, dann gucke ich hin. Okay, wie wäre sein Gesicht? Ein cheerful smile? Ja, es ist doch ein glückliches Lächeln, oder? Oh nein, ich will ihm einen emotional stare geben. Weil ich mache ihn traurig. Ein emotionless stare. Oh, Nero. Halt die Klappe, Junge! Dein Mund ist zugenäht! Halt die Klappe! Boah, wie lange, wie viel Redebedürfnis hat der Mann? Ja, ist dein Mund. Okay, wir machen es jetzt, okay? Bist du bereit, Duffy? Verschwindet. Wow. Was? Er ist einfach nur verschwunden. Was? Boah, IGO Games regen mich manchmal auf, ne? Mann, bin ich sauer! Ich guck kurz, welche Spiele das so sind. Wie die so aussehen. Ihr wisst, welche Spiele ich am liebsten mag. Die, wo ich einen Job habe. Wie ist das Game? Don't, in Klammern, open your eyes. Bam, bam, bam. Wir spielen jetzt noch Nightbok, Leute. Oh Gott, ah!
Glaubst du, diese Spiele wurden eigentlich von Leguan-Liebhabern gemacht? Ja. Sie alle heißen Punkt-Exe. So. Let's go. Dieses Spiel beginnt direkt. Wisst ihr, ich hab... Dieser Typ geht so, wie ich mir es bei Schweizern vorstellen würde. Wer geht so? Oh, große Mücke. Entschuldigung, Leute. Ich bin jetzt ein bisschen von der Spur abgekommen. Ey, ich bin Schweizerin. Das war positiv gemeint. Ich mag die Schweizer. Oh, das ist ja nicht gut. Ist das Blut? Was ist hier passiert? Würde ich gar nicht in Erfahrung bringen wollen. Muss ja weg. Ja, das würde ich schon eher fühlen. Oh. Na? Das sind ganz schön große Räder für so einen Wagen. Was? Was? Kann ich das Messer nehmen und dann umdrehen? Oder das Messer nehmen und dann zu ihm hingehen? Wenn wir das Messer sehen und ich kann es hochheben, gehe ich auf den Wagen zu. Wenn ich das Messer nicht nehmen kann, drehen wir von da um. Okay? Mhm. Heute haben wir aber auch die Perlen erwischt. Ja, das sehe ich auch so, Nero. Nope. Jetzt wieder das Ending too tired? Was soll ich denn sonst machen? Ich meine, ich habe ja nur diese beiden Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir echt statt Itch.io Games mal wieder FNAF spielen. Das ist doch niemals richtig, oder? Das ist jetzt einfach nur wieder zu tired. Nee, Ending 2 von 3. Fuck this shit, I'm out. You left the baby to die. Was heißt you left the baby to die? Ich bin doch sonst tot. Was heißt you left the baby? Fuck off, you left the baby to die. Nix, you left the baby to die. Oh wow, guter Mensch, du hast das Baby sterben lassen. Ne? Ich weiß, dass ich sonst verrecke. You left the baby to die. Das ist schade. Kannst du nur. Oh, das Spiel ist deutsch. Wollen wir ein deutsches Spiel spielen? Ja. Dieses Spiel enthält blitzende Lichter. Du wurdest gewarnt. Mein Itch. Das ist scheinbar ein deutsches Spiel. Weil es... Hey, willst du den Boss lesen? Ist das ein Nein, Doofy? Was ist los mit dem Boss? Ob du den Boss lesen willst? Kann ich machen. Hey, ich weiß, du hattest heute eine lange Schicht, aber ich brauche dich nochmal auf Buslinie 666. Seltsame Busliniennamen. Unrichtig. Warum macht Dave es nicht wie immer? Er ist krank geworden, aber ja, sehr, sehr krank. Tatsächlich so krank, dass du dich ansteckst, wenn du ihn besuchst. Also besuche ihn nicht. Hatte ich nicht vor.
Sehr auffällig. Wie du meinst, Chef. Fucking Überstunden. Verdammte Scheiße. Oh. Ey. Ich darf Bus fahren. Ich darf... Alle willkommen in der Partybuslinie. Und es geht schon wieder los. Komm, steigen Sie ein. Wer durch die Hölle will, muss fahren. Wie der Teufel. Ah! Okay. Wollen Sie mitfahren? Haben Sie Lust? Ja? Wenn Sie mitfahren wollen, dann will ich einmal einen hören. Ein Woo! Na gut. Guten Abend. Sehr gesprächig. Das stimmt. Ich muss den Chat sehen. Warte kurz, ich muss kurz raustrennen. Weiter geht die schöne Tour. Warum ist denn so ein Pfeil? Naja, ist auch egal. Wir fahren etwas über den Kernstein. Haben Sie ein Lieblingslied? Passen Sie auf. Vollbremsung. Leute, Vorsicht, halten Sie sich fest. Vollbremsung! Und hinter Tür Nummer 3 verbirgt sich folgende Schönheit. Guten Tag. Ludwig, kannst du die lesen oder willst du nicht? Kann ich machen. Grüße, ich hätte gerne 2 Tickets, bitte. Kannst vergessen, 1 Ticket pro Person Limit. Warum nimmt der 2, wenn er alleine ist? Tut mir leid, 1 Ticket pro Person Limit. Kann ich nix? Hey. Ich wollte 2. Ja, und ich wollte einen besseren Job haben, ja? Das eine Ticket wird bezahlt, mein Freund. Weiter geht, habe ich gar keine Zeit für das hier. Gibt's ein Buslied? Auf der Autobahn. Guten Tag, oh. Waren Sie zu lange in der Sonne? Oh, ein weiteres neues Gesicht. Danke. Erlaube mir, in meiner Großzügigkeit eine Warnung auszusprechen. Das ist so jemand, der sagen würde, ich bin selber Autor. Also werde ich viel Kritik haben. Kündige diesen Job, solange du noch kannst, lieber Fahrer. Entkomme den Klauen dieser verfluchten Welt, denn sie verschlingt die Seen derer, die es wagen zu bleiben. Ja, mein Freund. Ja, aber ich muss trotzdem meine Pornosucht bezahlen. Also habe ich keine andere Wahl, ja. Ticket müssen Sie schon bezahlen! Also ich gehe auch nicht zu dem Job von anderen Leuten und sag so, kündigen Sie den Job. Scheißjob. So. Ein herzlichen guten Tag wünsche ich. Sie müssen durch die Tür gehen. Alles weg. Na dann? Na dann kann ich auch nichts tun. Moinsen. Ah, kennst du, hast du einen Schlager, den du gerne magst? Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Das Radio geht leider nicht hier, deswegen werde ich für die musikalische Untermalung sorgen. Ein guter Busfahrer. Der blutet. Sie haben etwas Blut im Gesicht. Hey, hält dieser Bus in der Hölle? Berlin nicht auf dem Plan. Nein, wir haben nicht nach Berlin. Sorry. Oh. Alles klar. Christopher Kinski. Wie kann man so blöd sein? Wie kann man so den Busfahrer anlabern? Du sollst ein Ticket kaufen, Mann. Das wäre Kinski. Oh, Vollspeed! Schade, sind wir dran vorbei.
Das sieht nur. Du hast deine Schicht erfolgreich beendet und bist nach Hause gegangen. Das war einfach. Oh, okay. Es ist einmal ein ausgestiegen, aber es sind drei eingestiegen. Drei von X. Vielen Dank, dass du The Devil's Road gespielt hast. Ein Spiel von Ibrahim Özcan. Wenn dir das Spiel gefallen hat, erwäge bitte, uns zu folgen, zu kommentieren oder zu bewerten. Ja, aber... Das Spiel hat mir gefallen, aber... Du hättest ihm zwei Tickets geben können oder sagen können, dass... Wir fahren zur Hölle. Machen wir mal. Wir geben dem ersten zwei Tickets und fahren nach Berlin. Kannst du eigentlich hinfahren, wo du willst? Ja, ich kann auch dran vorbeifahren. Also sind da noch so andere? Also nee, das rote Ding zeigt mir mal, wo ich hin muss. So, mein Freund, was darf's sein? Guten Abend, schönen Abend da. Kannst du irgendeine Impression richtig gut? Ich glaube nicht. Früher dachte ich immer, ich könnte Marcel Ralf Ranitzky, aber das klingt nur in meinem Kopf gut. Kannst du auch Mickey Mouse? Oh, Goofy! Goofy, wie viel passt in dein Mund? Oh Gott. Oh, Mini hat das nie geschafft! Nein, hör auf. Du musst auch Danke sagen, Greg. Er sagt Danke. Ah. Danke. Grüß an Greg, nicht? Weißt du, wer Marcel Ralf Ranitzky war? Nö. Das war der mit Guten Tag. Ich möchte hier niemanden verletzen, aber ich nehme diesen Preis nicht an. Er hat damals den Fernsehpreis abgelehnt, was ein sehr Sigma-Boss-Move war, weil er das Fernsehen scheiße fand. Er wollte keinen Preis haben für etwas, was er absolut beschissen findet. Ja. Ja. Ab in die Hölle, Leute. Haben Sie was dagegen, wenn wir einen kleinen Umweg fahren? Oh, von hier kommen wir ja. So eine Kacke, wie drehen wir jetzt hier? Okay, mit dem nächsten Gast, machen wir eine andere Impression. Das ist ein Einsteigen oder das ist ein Plan. Wenn wir so weiterfahren, hab ich hier einen Bock drauf. Til Schweiger in jedem Til Schweiger-Film. Glaubst du, Mickey, wenn er Minnie nicht hätte, würde mit Daisy schlafen? Ist Daisy nicht mit Donald zusammen? Ist sie? Dachte ich. Hey, hält dieser Bus in der Hölle? Aber dann sehe ich Diggi. Oder Ladi. Ah, ist klar, sehe ich Diggi. Udo Linden, da kann ich nicht. Udo Linden, so. Das kann ich nicht. Auf zur Hölle. In jedem Saal in unserer Gegend. Und ich fand sich so. Oh. Da sind wir wohl in die Hölle gefahren. Oh. Huch. Ich komm ja. Ich ruf an. So eine Kacke. Ahoi, hoi. Schau hinter dich. Ist das etwa das Buch Gesichter der Furcht? Hinter mich schauen, du kannst mir gar nichts. Oh, der hat große Hände. Oh, bitte, zählen Sie sich an, Sir. Huch. So nackt. Huch. Gut gemacht, Greg. Komm, lass uns dich herausbringen. Ha. Ich mag sie. Niemand, dem ich ihr vertrauen. Sie war der Einzige, der Tickets bezahlt hat. Oh Gott. Und ich meine niemandem. Alles klar. Gutes Spiel.
Tatsächlich kein schlechtes Spiel. Ja gut, wenn wir jetzt Greg nicht dazu holen würden oder so, dann würde halt wahrscheinlich... würden wir sterben, ne? War ein gutes Spiel. Ich versuche gerade ein Spiel zu starten, aber es startet nicht. Nee, war das ja auch Unity Crash Handle. Audio Animation? Hä? Muss ja nicht Audio Animation starten. Doch, ich muss Audio Animation starten. Hey, ja. You're the guy I have to pick up, right? What is? It's getting pretty dark, so the earlier we get in, the better, alright? You can sit in the front with me if you want. No. Does he see some? Fishing? It was a good day for fishing and all, but for some reason, hey. Like no luck, you know? I was only catching some small fish, nothing else really. The coolest fish I saw all day was a frog. Oh, damn! It was all green and spotty. Yeah. But yeah, I caught no fish pretty much. Yeah, ich bin auch nicht so gut. Top it all off. It rained at the end of the day. No. So that's just amazing. Das ist immer scheiße, ne? Immer kacke, wenn es regnet. Die haben schöne Lippen. Was ist das auf dem Boden? Das ist ein Kondom. So, die Fish? No. Ich bin Mensch. Yeah? Nein, you're giving me ich nicht Fisch. With here, just so you know. Ja, sorry. Deine Augen machen eklige Geräusche, wenn du blinzelst. Bitte blinzel sie nicht so oft. Genau, das ist das Nervige. Man, don't you just hate it when women, actually, never mind. Okay. I'm just not gonna say that. Okay, okay. Er hat gerade bemerkt, dass das politisch inkorrekt wäre, was er sagen wollte. Immer gut, wenn du Sätze anfängst mit, hast du es auch, wenn Frauen... Hey, do you watch South Park? Ja, ja, ich mag South Park. I saw this episode where Cartman, he's like... And then, keine, ja. It was pretty funny. Ja, ja. Ich mag die auch gerne, wenn er das macht. Hey, Ja? If you're thirsty, there's, Ja? There's some water here. Danke. I didn't put anything in it, don't worry. Da, ich vertraue dir. It's got the plastic thing on it. Ja. So der Ring, ja. It's safe. Ja, ich vertraue dir da komplett. Du siehst vertrauenswürdig aus. Ich kann nichts, also... Oh, I took the wrong turn. I'm not allowed to be next to the... I'm not allowed to be this close to a high school. Okay. Was? Okay. Warum? Kannst du mal gucken, ob hinten irgendwas liegt oder so? Oder ob da ja, ja. Ja? Ja? I left some wrappers on the floor ja? somewhere. So if you could just pick those up before I drop you off. Because I don't want garbage in my car. So if you could... Like, pick up the rappers at the... Klar. That'd be great. Ja, jetzt kann ich verstehen, kann ich verstehen. I'd appreciate that. Ja, man will ja nie zugemüllt haben, ne, wenn man hier jetzt, weißt du? Ich sage immer, ein Auto ist ja auch ein Zuhause. Hey, ja? If you're like addicted to smoking, then you can... Hey. Smoke in here if you want to. Nee, I don't mind, I really don't mind. Ich rauch so nicht. So if you like want to light up... Nein, 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 ich rauch nicht. Cigarette or... Das ist nett gemeint. Nein, wirklich. Nein, das habe ich hinter mir gelassen. You can smoke if you want. Ja, nein. Also, that's all I'm saying. Danke, aber wirklich, ist in Ordnung. Ich trinke aber gern. I'm like... Ja? I'm half asleep over here. Ja, das ist nicht gut. I'm gonna fall asleep. Nein, das ist nicht gut. Dann fahren wir gegen den Baum. Das machen wir nicht. We should like, yeah. We should go fishing together one day. Yes! Yeah, the cool. I know a pretty cool pond I yeah. go to every time. Okay. It's got lots of
cool fish. Ich sag, du fängst nichts, aber die können wir gerne machen. But, ja? But yeah, we okay. Do that someday. Ja, nee, gerne. Ich habe noch nie geangelt. Also doch, ich war einmal Hochseeangeln, aber da habe ich nichts gefangen. Was passiert, ne? Ich glaube, das ist normal beim Angeln. Was? Wie kann es sein, dass das das beste Game des Tages war? War das ein Horror-Game? Also es war unter der Kategorie Horror bei Itch.io. Ja. Das war ein gutes Spiel. Ja, also das Einzige, was gruselig war, war halt seine Blicke manchmal und dass er nicht in die Nähe der Highschool konnte. Ja. Durfte. Ja, er war halt wahrscheinlich ein Perverser. Ja. Wobei ich muss sagen, Leute, wirklich, wenn ihr mit jemandem redet und derjenige fängt einen Satz an mit "Hast du es auch, wenn Frauen?" Nee, das sage ich nicht. Weißt du, in dem Moment, auch wenn ihr es nicht sagt, es ist schon passiert. Itch.io no lamb. Sino no lamb. Verdammt, wie hieß das? Wir wissen, ob der noch mehr Spiele hat, weißt du? The Driver. Ich kann noch nicht schreiben. The Driver von Nolan 05. Und scheinbar kann sich hier auch noch was verändern, weil wenn ihr mal kurz guckt, wartet. Guck mal. Es kann scheinbar auch so rot sein. Also kann man da was falsch machen? Ich glaube nicht. This active animation simulating the experience of an uncomfortable drive with a talkative stranger. Was heißt uncomfortable? Das war voll entspannt. Vielleicht, wenn du ihn gar nicht anguckst? Oder so? Ich weiß es nicht. Nee, alle schreiben, es war einfach nur ein awkward drive. Gesehen. Ja. Mehr nicht. Nee, aber ein gutes Spiel. Aber hat dieser No... Kann ich irgendwo sehen, ob dieser Nolan noch mehr hat? Bestimmt, wenn du irgendwie draufklickst. Ich sehe seinen Namen hier nicht. Oder Author Nolan. Er hat noch ein Spiel, das heißt Bad Time. Es ist einfach nur ein ganz normales Horror-Game. Schade, das Spiel war richtig gut. Das Spiel kriegt von mir 9 von 10 Punkte. Das Spiel kriegt definitiv von mir 9 von 10 Punkte. Das war der Shit. Ich meine, das war einfach schön. Das ist halt die Sache, was ich mir so denke. Gibt es bei Itch.io noch andere Games, denen wir keine Chance gegeben haben, weil wir nur Horror spielen? Die aber gut sind, weißt du, die lustig sind? Naja, du kannst in die Kategorien gucken. Ja, wir spielen immer Horror, es ist immer Horror, aber ich will funny shit. Weißt du, auch funny shit ist ganz interessant. Ja, hier, dann geh auf funny. Funny? Ich hab dir einfach die Kategorie gescheckt. Top Games tagged funny. George and the Printer. Ich finde ja Rounded Summer gut. Ich nicht so. Was ist das? It's a free action shooter western game with beautiful graphics. Okay, Doofy will das spielen, Leute. Jetzt spielen wir. Jetzt spielen wir das, was Doofy spielen will. Doofy, also wenn du das spielen willst, wenn das ist, was du magst, dann gucken wir mal. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wir spielen jetzt Wounded Summer Baby Edition. Doofy wollte das gerne spielen. Wir passen uns nur Doofys Wünschen an. Oh nein. Was ist? Ich hab Angst vor dem Game. Was ist das? Doch, lädt's. Angenehm. Angenehmes Geräusch. Ja! Tecumseh is a baby from the Red Cloud tribe. According to the customs of this tribe, newborns who have reached 9 months should go to the forest alone and do their first hunt. Recently, white people have come to the land of Red Cloud and found minerals here. The head of the whites has offered to buy the land, but the chief of the Red Cloud tribe does not accept. Tecumseh goes on his first hunt in the woods.
He must prove that he is a baby and can hunt alone. Ja, das ist. Ich werde meinen Vater stolz machen. Jedes Tier, das ich sehe, wird erlegt. Ich folge dem Flusslauf. Hier. Dass mein Sohn auch so wird. Der Fische vielleicht? Nee. Fische reichen Takumsee nicht. Es muss mindestens ein Bär sein. Nur so kann ich der neue Chief werden. Nein! Ah, verdammt. Scheiße. So eine Kacke. Warum ist das Spiel ein scheiß Plattformer? Takumsee hat's geschafft. Kann ich etwas weiter oben ziehen? Ah, ein hartnäckiges. Ein hartnäckiger Hirsch. Okay, doch nicht. Ah, Takumsees. Takumsees Jagd ist erfolgreich. Und jetzt? Da ist das wahre Ziel. Takumsee fürchtet sich nicht vor Bären. Bären fürchten sich vor Takumsee. Takumsee returned to his tribe after hunting. He is happy that he was able to provide for his family. Er sieht nicht happy aus. Level 2. Takumsee ist back. Takumsee auf dem Weg zur Höhlenerforschung. Lass mich raten, ich muss am Ende den weißen Mann töten, oder? Kann sein. Ich weiß nicht, ob ihr Feinde seid, aber Takumsee kennt keine Freunde. Wieso schießen die nicht aus der Ferne? Die haben doch auch Pfeil und Bogen. Bärenfleisch ist zu langweilig. Takumsee braucht Menschenfleisch. Ihr kämpft gegen jemanden, gegen den ihr nur verlieren könnt. Es hat doch niemand gegen Takumsee gewonnen. Ihr habt Waffen. Gewehre. Brittet versucht anzuschleichen. Das sieht euch ähnlich. Good job, du hast sehr viele Menschen getötet. Takumsee comes near a dying soldier and asks why his tribe was attacked. Ich gehe und bin so, warum wurde die angegriffen, nachdem ich alle umgebracht habe? The soldier of the wolf tribe replied that they are chosen people from the gods and their ancient religion book. It is said that these lands belong to the wolf tribe.
Takumse then goes to the surviving woman and asks about the rest of the tribe and her sister. The old woman answers that the girls of this tribe were taken to the wolf tribe and led by the soldiers. Then the woman gives him the address of the wolf tribe that passes through the ruins. Aha. Ah. Wieso fühlt sich das Spiel so? Takumse ist zurück auf der Jagd. Takumse weiß, wie sich das Morden anfühlt. Schon im Mutterleib hat er Schießen geübt. Was? Manchmal Mutter lag auf Rücken, auf einmal schoss Pfeil aus ihr heraus. Und da legte eine Bären. Takumse will einen Harem. Was? Wenn er älter ist. Sieht nach einer Bossfight-Area aus. Wenn Takumse nach Hause zurückkehrt, wird er an der Brust seiner Mutter nuckeln. Nein, stopp auf. Nein, das wird er. Denn er ist eine Baby. Es ist völlig normal, das Babyverhalten. Nicht mit dieser Stimme. Doch, ist es. Und danach wird er an den Brüsten anderen. Du redest wie der gestiefelte Kater. Ich werde wieder das gestiefelte Kater. Schweck, packe deinen Penis wieder weg. Schweck, wir können das nicht immer machen. Du hast Fiona gesagt, du würdest ihr treu bleiben. Okay, Schreck, einmal noch. Danach ist vorbei. Warum ist dieses Spiel eine Scheißplattform? Nein! Spiel ist vorbei! Ich bin dort! Nee, wir lassen das jetzt. Das war ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Haben wir mal gemacht, war okay, aber reicht denn jetzt? Ich kann. So, war ein gutes Spiel. Es gibt das gleiche noch als The Irish Baby. Rifleman. Es gibt auch noch The Patriots Baby Edition. Warum gibt es so viele davon? Girls, Girls, Girls! Was hat die da? Das spielen wir nicht. Oh, Act Normal klingt cool. Was zur Hölle? Und Afternoon Spaghetti. Willst du unbedingt das Kermit-Spiel spielen, ne? Okay, Leute. Ich bin kurz auf Klo. Ich werde. Okay, Leute, wir spielen nur noch zwei Games, okay? Noch zwei Games. Bis. Wir warten jetzt noch kurz, bis Doofy da ist. Also, Leute. Bis Doofy da ist, erzähle ich euch jetzt unangenehme Flachwitze. Abgemacht ist abgemacht. Klaus, Chirurg. Was versteht man unter einer Turbine? Nichts, die ist viel zu laut. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. An welchem Urlaubsort wird am meisten geflucht? Tourette de Mar. Weil es dann nicht mehr lustig ist. Warum sollte man die Pointe nie zuerst erzählen? Heute war Schrottwichtel im Kindergarten. Wir sind die neuen Eltern von Kevin. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ziegelstein. Ich stecke gerade in einer Bredouille. Wie schön, Frankreich. Was hat vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel. Was ist die Lieblingsspeise von Piraten? Kapern. Warum klaut Robin Hood Deodorant? Um es unter den Armen zu verteilen. Treffen sich zwei Magnete, sagt der eine. Was soll ich heute bloß anziehen?
war heute ohne Handy auf Toilette. Wir haben 167 Fliesen. Hast du was zu trinken? Wasser. Nee, was Härteres. Okay, Eis. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum Holznasen-Ohrenarzt. Was ist rot und steht im Wald? Ein Kirsch. Wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Ein anderes Wort für iPhone-Hülle? Apfeltasche. Was tragen Gummibären bei schlechtem Wetter? Gummistiefel. Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Wir haben uns für den Winter zwei Schneeschaufeln gekauft. Wir paarshippen jetzt. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Was ist weiß und rollt den Berg rauf? Eine Lawine mit Heimweh. Welche Schuhe tragen Bildredakteure? Skandalen. Hi. Hi. Oh, Witze für Erwachsene, FSK 18. Mal gucken. Ich bin gestern mit meinem Mann zum Markt gegangen. Und, bist du losgeworden? Das war plus 18 Witz. Treffen sich zwei Voyeure. Und was machst du heute noch so? Mal gucken. So. Bist du bereit für Act Normal? Nee. Ich finde schön, dass Frada die Witze gefühlt hat. Frada war das Top-Comedy dieser Stream bisher. Ah, okay. Have a nice meal. Also hier ist mein Date drüben. Oh, das klingt nach einem lustigen Spiel. Ja, ich hab jetzt schon... Wie greife ich denn? Wie greife ich... Hey! Ah, so greife ich. Willst du eine... Okay. Have you lost your fork? Okay, wir machen nochmal neu, weil ich habe meine Fork echt verloren. Ah. Okay. Du hast eine Klinge. How can I help you? Never mind. Ich glaube, ich erschütte. Nein, nicht. Ich komme gegen die Klinge an der Seite. Ich habe vergessen, wie ich hochgehe. Wie gehe ich denn hoch? Hä, ich habe doch. Ah, hiermit. Okay. Pass auf. Lecker, lecker, lecker. Oh, isst du das noch? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Lecker, 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 lecker. JP Date Simulator. Oh, Entschuldigung. Was machst du da drüben? Stimmt, willst du es nicht salzen? Willst du das nicht? Ah, meine Gabel! Ja,
Ich möchte ein bisschen Salz. Ah. Das ist ein Spiel nach meinem Humor. Ah. Hey, der bewirft dich mit Essen. Ah. Ja, ich weiß, kriegst du nicht. Wait, Waiter. Okay. Das Pfeffer? Ist okay, ich brauche Pfeffer. Ich mag Pfeffer. Nein! Nein! Mann! Mann! Kannst du mir Salz geben, bitte? Ich möchte das Salz haben! Pisser! Mann! Oh, schön. Kannst du die Blumen essen? Pass auf, jetzt zeige ich, wie ich der Romantiker bin, okay? For you, my darling. Sieht schon lecker aus. Ah, hier. Schönes Game. Schönes Game. Ja, ein Game habe ich noch rausgesucht. Und zwar wollte ich den Nero-Simulator spielen. Oh oh. Habt ihr noch einmal Lust, noch einen zum Ende auf den Nero-Simulator? Senile Showdown. Jetzt weiß ich mal ein bisschen leiser. Diese Games ist keine Option, haben Sachen leiser zu. Also, wir spielen Senile Showdown. Retire on your own, Tetris. Wer bist du? Warum bist du nackt? Warum ist er nackt? Was ist das? Trauriger Pore-Emoji, trauriger Pore-Emoji. Verdammt. Warum bist du nackt? Warum bist du nackt? Ich nehme eure Medikamente nicht mehr! Gisela! Gisela, wir gehen raus hier! Hast du Stärkung, ja? Die brauchst du auch, so! Raus die Blocken! Gibt nichts zu blocken! Das gibt nichts zu blocken! Ich habe im Krieg gedient! In allen!
Gisela! Wo habt ihr Gisela hingetan? Wo ist Gisela? Ach. Combo-Attacken also. Combo-Attacken also, ja? Shit. Verdammte Combo-Attacken. Ach, wer bist denn du? Wer bist denn du, kleiner Mann? Dein Gesicht dabei. So, Kleiner, was denkst du dir dabei, hä? Willst du bei den Großen mitspielen, ja? Dachtest du dir, ne? Aha! Du hast ganz andere Probleme, mein Freund. So, wo ist der kleine Boy? Na? Na? Hast du nicht gut durchgedacht, ne? Hast du nicht gut durchgedacht, mit welchem Mann du dich anlegst, ne? Ich bin 95, aber ist egal. So, klopf, klopf, Gisela! Gisela! So! Du wolltest mir gestern den Arsch nicht abwischen, ja? Ja? Dem nächsten prügel ich die zweite Arschloch. Gisela! Was machst du im Zimmer von meiner Gisela? Ich sag dir, Gisela ist trocken wie eine Wüste, aber die hat's noch drauf. Auch 2 gegen 1, ja? Oh, der Slide über den Tisch. Dein Kumpel ist weg und ich habe die erhöhte Position. Ja. Bam! Bam, mein Freund! Oh, Gisela, da bist du ja! Was? Gisela! Komm nicht so da! Gisela, du weißt, ich mag's gar nicht, wenn du so dicht kommst! Gisela! Mein Freund, ich hab die Pillen ausgewechselt, die er mir gegeben hat! Ich hab 8 Viagra-Intus! Ich bin Lattenstrander! Find the golden key. Wahrscheinlich nicht in der Tür 1, ne? Nicht in der Tür 2. Nicht in der Tür 3. Bam! Befreit euch von euren Fesseln! Oh, besonders starke Leute. Oh shit. So einer bist du also, ja? Ja? Schlägst alte Männer? Ja? Schlägst alte Männer? Mal ein bisschen Respekt vorm Alter! Komm her! Hast du eine nette Oma? Darf ich die mal kennenlernen? Bosskampf. Alle auf einmal. Wer ist der Schlüssel? Warum zittert das so manchmal? Weiß ich nicht.
So Leute, Zeit für den Rape Train. Dann wäre es immer ein Zombie-Modus früher genannt. Wenn alle Zombies einem so hinterhergelaufen sind, weißt du? Ja. Ihr denkt nur, weil ihr viele seid, habt ihr eine Chance gegen mich? Denkst du das? In der Gruppe seid ihr stark, ne? Das macht Nero jeden Tag, bevor er zum Stream kommt, zu moderieren. Okay, Leute. Was ist das? Was ist das? Ein Stück Tür. Okay, Leute, wir beenden dieses Level. Da denke ich, ist auch gut. Keine Schande, darin wegzulaufen. Oh, Junge. Da ist die Keycard. Und hinten war die Tür. So, Freunde. So, Freunde. Was ist ein Kill them all. So, meine Freunde, wer will? Wer will? Zwei von euch. Da, wo ihr hin wollt, da komme ich her. Oh. Verdammt. Das war doch ein nettes Game. Das war doch ein nettes Game zum Abschluss, oder?